Wir reden über Autos mit jede Menge Spaß. Herzlich willkommen zu Voice Over Cars. Heute geben wir Vollgas, oder? Was meint ihr? Drei Videos an einem Tag, das geht doch nun wirklich nicht. Aber erst hatten wir den limitierten Audi R8, der sich nun leider vom V10 verabschiedet, dann die radikale Alpine oder Alpine A110R, ebenfalls limitiert, und alle guten Dinge sind bekanntlich drei. Das ist das Audi TTRS Coupé in der Iconic Edition. Auch der Audi TTRS Coupé Iconic Edition ist auf 100 Stück limitiert. Und ich gehe jede Wette ein, dass die recht schnell vergriffen sein werden, auch wenn der Preis mich umgehauen hat, doch dazu gleich mehr. Ich habe wie immer die vermutlich wichtigsten Fakten kurz einmal für euch zusammengefasst. Exklusiv ist das Designpaket mit sportlichem Aero-Kit und dem besonderen Interieur. Die Performance und die Leidenschaft soll hier für Fans spür- und sichtbar werden. Verabschieden wir uns mal von dem Designquatsch und lassen die harten Fakten sprechen. Der Audi TTRS Coupé Iconic Edition, der ab dem ersten Quartal 2023 auf die Straße kommen wird, setzt auf den bewährten 2,5 Liter TFSI Benzinmotor mit einer Leistung von 294 Kilowatt. Das sind also 400 Pferdestärken, die da unter der Haube schlummern. Dieses Aggregat verfügt nicht nur über ein tolles und leicht schmutziges Klangbild, sondern auch über ein maximales Drehmoment von 480 Newtonmeter. Die Leistung wird über eine 7-Gang S-Tronic und dann über alle vier Räder auf die Fahrbahn abgegeben. Natürlich verfügt der Audi TTRS Coupé Iconic Edition über den Quattro Allradantrieb. Über eine elektrohydraulisch geregelte Lamellenkupplung werden die Kräfte zwischen der Vorder- und Hinterachse frei verteilt. Der Pilot hinterm Lenkrad kann über das Audi Drive Select, so nennt sich dann die Fahrdynamikregelung, Einfluss nehmen auf die Lenkung, das Getriebe, das Fahrwerk und auf die Charakteristik des Motors und auf die Stellung der Abgasklappen. Seine Höchstgeschwindigkeit erreicht der Audi TTRS Coupé Iconic Edition, stellt euch mal vor, die würden das da alles hinten drauf schreiben, bei 280 Stundenkilometer. Den Sprint von 0 auf 100 km/h absolviert der flachgekloppte VW Beetle, der TT, in nur 3,7 Sekunden. Der Motor sorgt mit seiner typischen Zündfolge, nämlich 1, 2, 4, 5, 3, für einen Orgasmus. Aufgrund der Zündfolge zünden abwechselnd direkt benachbarte Zylinder und weit voneinander entfernte. Das bringt einen ganz speziellen Rhythmus und Charakter mit sich. Die ungerade Zylinderzahl führt zu Oberwellenfrequenzen, die den Grundton begleiten. Auch das Motorsteuergerät trägt zum unverwechselbaren Sound dabei, denn unter höherer Last öffnet es die Klappen im Abgasstrang für einen noch volleren Klang. Das Coupé bringt übrigens 1475 Kilogramm auf die Waage. Der Kontakt zur Fahrbahn wird über ein RS Sport Fahrwerk Plus mit adaptiven Dämpfern gehalten. Der Bestellstart erfolgt nun bald und die Auslieferung ab dem ersten Quartal 2023. Und nun lasse ich mal die Traumblase platzen. Denn das Sondermodell kostet mindestens, haltet euch fest, setzt euch am besten gleich hin, 113.050 Euro. Autsch, das ist eine Menge Holz, oder? Was meint ihr? Schreibt es mir gerne in die Kommentare, denn ihr wisst es, ich sage es nicht nur so. Nein, ich meine das auch. Voice over Cars ist und bleibt keine Einbahnstraße, deswegen gerne mit mir diskutieren über dieses Fahrzeug. Was sagt ihr zum Audi TTRS Coupé Iconic Edition? Lasst doch ein Like da für den Algorithmus und, falls noch nicht geschehen, ein Abo für diesen Kanal. Liebe Grüße, euer Jens. Ciao. Voice over Cars. Und das war's.